Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Heute wollen wir uns mal die Shotgun organisieren, endlich. Die hat uns Daddy oft genug verweigert. Dabei will ich doch mit einer vernünftigen Waffe endlich mal schießen. Die Shotgun war oben im ersten Stock. Da beim Zimmer der Großmutter, wo ich auch schon drin war. Aber sagt mein Puls? Puls sagt alles gut. Aber Daddy hat leider denied. Der musste unbedingt dazwischen kommen. Was mir mal aufgefallen ist, ist, wenn sowas wie Ladebildschirme und so weiter kommen und man das Spiel sozusagen jetzt wie auf einer Leinwand hier in der VR sieht. Also wenn ich mich dann umdrehe, dann gucke ich einfach nur die Leinwand an und in der Aufnahme drehe ich das Bild. Also wenn ich den Kopf dann nach links drehe, dreht sich in der Aufnahme sozusagen das Leinwandbild nach links und in der VR drehe ich mich nur. Das machen wir vorsichtig schon mal auf. Er muss aber auch echt die Shotgun bewachen, das kann wohl nicht wahr sein. Wo bist du? Oh, da. Ach, jetzt geht doch nicht nach oben. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass es hin und wieder dauert, dass der hier in der Distanz die Texturen einstellt. Also es macht das Spiel so on the fly. Das ist die... Da jetzt hinten bei der Statue sieht man das gut bei dem Schattenspiel. Ey, der war doch gerade noch da oben. Da ist er. So mache ich auch mal die Türen auf. Er hat mal ein bisschen Abstand. Ich muss sagen, so mit zunehmendem Spielverlauf habe ich nicht wirklich mehr Angst vor dem. I'm all squashy like a bug. Sondern nur, wenn der hinter mir herrennt. Ach komm schon. Oh, das kann ich noch kaputt machen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, wenn da solche Bänder drum sind, dann kann da auch was drin sein. Shit, wo ist der jetzt? Ja, komm. Pistolen. Leute, hier ist auch noch was. Ja, benutzt mal meinen Dietrich. Flintenmuni, die ist doch, glaube ich, ganz gut. Auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Finde ich nicht. Kannst du mich jetzt nicht mal da in den Raum lassen, dass ich die Shotgun hole und dann ist gut? Ah, die ist defekt. Aha, okay. Dann checke ich zumindest das Rätsel. Pistolenmuni. Oh, flüssige. Oh Gott, wieso werde ich denn jetzt wieder so vollgestopft? Haben wir dann alles? Ist hier noch ein Bobblehead oder so? Weißt du, die Oma, die hat wieder das schönste Zimmer eigentlich. Na gut, da mit dem Aufgehängten ist jetzt nicht so geil. Aber sonst ist das hier das Zimmer, was am wenigsten runtergekommen ist. Ja, das hatten wir schon gelesen. Dann machen wir uns jetzt nach unten die Shotgun holen. Mal wieder. Ich frage mich halt echt. I'm gonna make my little girl proud. Geh mal weg. Ich fänd's voll geil, irgendwie, wenn man den Kö aufnehmen könnte und eine Runde Billard spielt oder so. Ich meine, es gibt ja gerade im VR gibt's ja genug Billard hier Simulatoren. Mein Geist hat gerade die Tür zugemacht. Du, heute wird draufgeschlonzt.
Ich kann die nicht Flinty nicht nehmen. Oh, ernsthaft, ich muss nicht. Warum? Shitty, shitty Inventarmanagement. So, der Speicherpunkt hier, der sollte, beziehungsweise die Kiste sollte näher dran sein und ein bisschen sicherer, weil er auf dem Weg zumindest nicht Daddy mal gucken kommen kann. Aber das kann man wegtun. Pistolen, nee, nicht die Flintenmuni. Die Pistolenmuni, die kann rüber. Den, brauchen wir den jetzt überhaupt noch? Ach so, ja klar, um wieder zurückzukommen. Wir haben kein Schießpulver, wir haben nur eine Arznei, dann machen wir mal noch eine Erste-Hilfe-Arznei und schon sollte das doch wieder fluppen. Dann machen wir mal die Pillen dahin, das dahin und ab geht die wilde Fahrt. Kurz speichern, da will ich mal kurz cutten. Alles klar. Ich mag. Ach, hier hätten wir auch den Dietrich benutzen können. Ja, das ist doof. Ich habe zu wenig Dietriche. Ich mag echt diese Spiele, wo man hier so durch die Welt rumläuft. Also auch Robinson The Journey, das habe ich gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da hat mir auch. Das ist nicht ganz so gruselig. sondern eher rätsellastig. Das hat mir auch sehr gut gefallen. So, jetzt gib mir endlich diese Schrotflinte. Haha! Jawohl! Die Schrot, die sieht aber schon krass aus von der schon langes Teil. Jetzt müssten wir doch eigentlich hier unten, ich guck nochmal auf die Karte. Jetzt müssten wir doch eigentlich hier erstmal durch sein. Ne, fangen wir mal kurz an. Garage machen wir, Waschraum machen wir, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Speiseraum, da haben wir alles. Eingangshalle, gut, da fehlt der Wolfskopf noch. Da ist noch was. Was heißt denn das da nochmal? Ein Schlüssel fehlt da. Nee. Was hieß das denn nochmal? Hier hinter dem Überwachungsraum. Oh, muss ich da. Wir brauchen noch diverse Schlüssel. Klar, den Schlangenschlüssel und da unten den, ich weiß nicht, was es war, Rabenschlüssel oder so. Und müssen. Ach so, doch, doch, doch. Da kann ich auch einen Dietrich benutzen. Wir müssen jetzt in den Keller. Ich wollte zuerst ins Krematorium. Und danach gucken wir mal. Also im Endeffekt müssen wir in den Zerlegungsraum. Das steht auch, ne? Ja, den Hunde. Aber vorher gehen wir in die anderen Räume. Oh, ich sehe gerade, der Zerlegungsraum ist in noch einem anderen Stockwerk, oder? Wie kommt man denn da hin? Na egal. Also Werkstatt und Krematorium steht an. Und da unten warten wieder die bösen Monsters. Dass manche Animationen nicht kommen, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, liegt tatsächlich an der VR-Version. Und auch nicht. Ich glaube auch nicht daran, dass ich so gucke. Und selbst wenn diese 30 Grad, das mag ich einfach nicht. Ich sehe gerade, wir haben super wenig Shotgun-Munition. Wir haben nur 7 Schuss. Und bisher bin ich hiermit eigentlich ganz gut ausgekommen. Also die Monster sind zwar richtig übel und fies. Das ist so geil, als würde ich hier durch so eine Himmel laufen. Freunde, Freunde. Da es das Spiel ja auch für den PC und so weiter gibt, weil manche sagten von wegen, ja, aber ich habe keine PlayStation VR. Das ist, glaube ich, also das ist PlayStation VR exklusiv, Resident Evil 7, aber, soweit ich das gelesen habe, nur für ein Jahr. Was darauf hindeuten könnte, dass die es dann auch für andere Plattformen freigeben. Das ist aber eine reine Mutmaßung und da habe ich auch noch nicht viel von gelesen. Cool, da liegt einer im Sack. Hier ist doch 100% so ein Fickmonster drin. Aber weißt du was? Die haben wir gerade neu gekriegt. Dann werden wir die doch direkt mal ausprobieren.
Da ist doch 100 pro 1 oder da kommt 1 raus. Ich weiß es doch. Oh, die Handtücher, die sehen sogar noch fluffig aus. Alles schleimt hier. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Oh, das ist wieder ein Rätsel. Moment, wo ist der? Verbrennungsofen ganz links, 3A und Handabdruck. Okay. Also da. Nicht knarzen. Travis. 3A und ein Handabdruck. Okay. Was haben wir denn hier? Travis, Lara. Oh! Ey, das bleibt sogar. Wie geil ist das denn? Dieses. Das Zeug bleibt auf der Shotgun drauf. Ja, da guckst du dumm, wa? Ich würde jetzt gerne ein bisschen in dir rumpieken. Aber ich glaube, du warst noch nicht das Letzte, was mich hier überraschen soll. Kannst du nicht mal deine Lampe anmachen? Hier liegen noch zwei Leichen. Und da bewegt sich auch irgendwas. Safe. Safe kommt hier noch ein Vieh. Sean. Frag mich, was passiert, wenn ich die anderen aufmache. Und welche, also dreimal A und ein Handabdruck. Okay, der Handabdruck ist hier. Was ist dreimal A? Ne, 3A. Nicht dreimal A, sondern 3A. Travis, Lara, William, Sean. Ihr habt nichts 3A. Oh, Schießpulver. Kann ich damit eigentlich auch Flintenmuni machen? Oder geht damit nur Pistolenmunition? Ne, geht nur Pistolenmunition, okay. Was ist denn 3A? Und was ist das da? Und wieso bewegt sich die da? Da ist doch 100 pro so ein Vieh. Du erschreckst mich gleich. Die sehen aber auch übel aus. Also, guck mal kurz. So kann ich sehen. Ja, ist schon ganz ordentlich. Aber wenn diese Kralle vor einem ist, ich sag euch, die ist schon ganz schön angsteinflößend. Holy moly. So. 3A. Soll ich jetzt einfach irgendwie Lara und dann William aufmachen, weil da ein A drin ist und da 2A? Okay. Okay, erst 3A und dann... Das wären aber 4A. Oder habe ich die Reihenfolge falsch? Warte. Habe ich irgendwas verpasst? Blablabla. Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Aber 3A hatte ich doch. Mit Lara und William. Sean hat auch ein A. Oh. Mal schauen. Moment, da steht noch was drunter. Da steht noch Craig. Ich habe 4A offen. Ha. Ist die eigentlich auch leer? Tamara, da sind 3A. Guck mal an. Ähm.
Der jetzt noch frisch gebacken oder was? Wow! Wow! Wieso ist der nicht gestorben? Die brauchen doch sonst immer nur so 3 Schuss. Oh Gott! So haben die die also gemacht. Ja, super. Aber jetzt können wir das Ganze ein bisschen abkürzen, wollte ich schon. Wobei, ist eigentlich egal, wo lang wir gehen. War hier wirklich nichts drin? Okay, 3 Augen an Handabdruck. Eins, zwei, drei, ja, okay, 4 Schuss hat er gebraucht. Na gut. Aber hier ist doch da ist doch irgendwas, was so komisch Licht wieder hergibt. So ganz. Naja. Okay, Schießpulver mitnehmen. 3A und der Handabdruck. Nee, nee. Hä? Okay. Damit hat's den dann direkt gelegt. Was haben wir denn hier? Schlüssel? Ah, hier ist der Schlüssel für den Zerlegungsraum. Gut, dass wir erst hier hingegangen sind. Ich wusste nämlich, wusste ich schon, dass da eine verschlossene Tür ist? Ich glaube nicht. Okay, wo müssen wir denn dafür hin? Oh, da links ist noch die Werkstatt. Ist die offen? Ah, ne, die ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, hätten wir das auch geklärt, dann können wir ja nur noch entweder hier links oder geradeaus. Wenn wir hier links gehen, kommen wir vielleicht durch den Ball. Ah, hier ist bestimmt zu, oder? Ah. Oh, shit. Mach doch mal deine vermaledeite Taschenlampe an. Da fängt mir schon an, der Zahn weh zu tun. Heute trigger ich ganz schön viele Sachen. Was kann ich denn noch so sagen? Ja, die sind eigentlich ganz angenehm, solange die alleine kommen. LOL, ernsthaft? Das ist doch ein Scherz. Zum Glück sind die langsam. Oh, die können blocken. Nicht noch einer. Was ist denn heute los? Sollte vielleicht doch die Klappe halten. Ich bin unverwundbar. Sowas funktioniert dann natürlich nicht. Gut, bei so einem großen Raum habe ich mir fast gedacht, dass die zu zweit kommen. Ja, ja. Das ist so eklig. So. Da ist grünes Kraut. Das nehme ich mit. Wo kommen wir denn jetzt hin? Jetzt kommen wir in den Boilerraum. Der Boilerraum ist sozusagen ein Named Room. Da könnte. Oh, hallo! Haha! Hab dich gesehen! Also selbst wenn es nicht so den Anschein macht, aber bei den Viechern läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter. Ich weiß, ich habe eine Waffe und kann mich verteidigen, aber.
Bock zu sterben habe ich trotzdem noch nicht so wirklich. Aua, was hast du für eine Reichweite? Kannst du im Rennen nachladen? Ja, das finde ich cool. Oh, das finde ich nicht cool, dass ich euch da nicht sehen kann. What? Du stirbst auch ohne Headshot? Der andere ist einfach so gestorben? Mami-Monster gibt es gar nicht. Aber es gibt sie. Naja. Was machen wir jetzt in diesem Boilerraum? Der ist nur der Durchgang zum... Okay, Close Range. Shotgun Time. Ich habe nur noch 5 Schuss. Okay, da liegen mehr Schuss. Was ist das? Wow! Ich dachte, du kippst um! Was? Lass das! What? Da habe ich dir wohl nicht so ganz ernst genommen. Da, hä? Wow, ich sollte nicht so viel rumschreien. Gut, dann machen wir das halt nochmal. Ich bin nur mal überlegen, wenn sowas öfter vorkommt, das zu schneiden und dann, solange nichts passiert, dann halt einen Cut zu machen. Weil mit der Pistole gegen die Viecher finde ich nicht so ganz einfach. Wow. Wenn man sich echt schon konzentrieren muss, die auch vernünftig wegzumachen. Gut, einmal machen wir das noch. Was war hier noch? Schießpulver. Da ist sonst noch was? Glaube nicht. Aber für den Kollegen, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder die Shotgun. Komm da raus, Travis. Wieso hast du jetzt 2 Schwerter? Der erste war nicht richtig drauf, ne? Shit. Das ist dann immer ärgerlich. Wenn man 5 Schuss hat und einen sozusagen verschwendet. Hatte ich. Ja, da hatte ich alles. Joa, jetzt kamen die 2. Kommt schon mal der erste, oder der zweite hat keinen Bock. Ich wollte gerade sagen, wo willst du denn hin? Wo ist denn der zweite? Der war doch hier. Was zur Hölle war das? Ich weiß, das ist das zweite Mal, dass es so laut rumst, aber... Das war eben noch nicht. Ist eine Chemikalie. Daraus könnten wir... Was können wir machen? Daraus könnten wir Arznei machen. Nehmen wir. Oh, ist klar. Wow. Okay. Können wir nämlich auch das Kraut wieder mitnehmen? So, jetzt die Kollegen hier alle, die gefallen mir nicht. Das waren 3 Stück oder so, ne? Das ist schon mal der erste.
du jetzt mal drauf? Das ist so ein starker, ne? Shit, den hätte ich mit der Shotgun machen müssen. Ach so, das macht es nur bis gelb. Na, dann ist ja alles easy. Scheiße. Ich kann die Starken noch nicht von den Schwachen unterscheiden. Ist das dieser Arm? Also... meine starke Hand sozusagen? Ich finde das kacke, dass wir den von hier aus nicht sehen können. Alles klar, da kommen zwei. Wait. Die können in dem Zeug einfach verschwinden? Nee, sollen wir aber nicht gewettet, Freunde. Fällt mir gerade ein, ich hätte das auch zum Pistolenmunition machen, benutzen können. Das ist ja übelst kacke. Sind die jetzt weg? Kommen die gleich hinter mir wieder? Oh, weia. Also ich weiß, ich spiele sehr langsam, aber das Spiel ist echt kein Zuckerschlecken. Ja, genau. Alter, du hast drei Stück reinbekommen, du mieses Kackvieh. So, ich muss hier mal weg. Viel Treffer! Oh, wow, wow! Hm? Ja, jetzt bin ich rot, geil! Oh, heute läuft ja richtig. Oh Mann. Na komm, Shotgun-Zeit. Ja, komm her. Hi. Du auch? Alles klar. Das lief ja richtig gut. Ja, alles für zwei Schuss. Uhuhu. Also so langsam, darf das Spiel mich wieder ein bisschen aufpowern? Was haben wir da? What? Starke flüssige Chemikalien. Was machen wir denn damit? Um deren Eigenschaften zu verstärken. Stärker als normale flüssige Chemikalien. Okay. Verbesserte Pistolenmunition. Okay. Munition mit zusätzlichem Schießpulver, wodurch die Durchschlagskraft erhöht ist. Munitionwechsel. Aha. Ja, kann ich doch machen, oder nicht? L2 und Dreieck. So, jetzt habe ich 10 Schuss von den guten Patronen. Dafür habe ich nicht viel Leben. Was? Moment. Wow, ich habe den Schlüssel vergessen. Oh Mann. Ich habe den Schlüssel vergessen. Ich habe das Vieh getötet und einfach weitergegangen. Ja, natürlich sehr clever. Es kommt davon, wenn man Sachen schnell machen will. Ich erkunde auch gerne Sachen. Alleine schon sich hier umzugucken macht Bock. Ja, richtig geil. Also, ich würde mal so schätzen, halbe HP noch, wenig Munition, typisch für Resident Evil eigentlich. Und jetzt müsste, nachdem wir jetzt in den Zerlegungsraum kommen, jetzt müsste eigentlich ein Boss oder sowas kommen. Da hängt einer.
Das fängt ja schon mal richtig gut an. Mach die Tür zu. Okay, die Tür geht nicht zu. Das wird schon seine Gründe haben. Was ist das denn? Der rote Hundekopf. Oh. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No, 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 no. I will find him. And I will make him suffer. Uh-uh. Hey, you, my friend, will help me. Lass den mich bitte nicht sehen. Jetzt hat er den Hundekopf mitgenommen. Und da hängt unser Officer. Deputy, sorry. Kacke. Oh, Flintmuni, geil. Oh Mensch, ich habe mich schon so gefreut. Naja, wie gewonnen, so zerronnen. Guck mal an. Das war's für heute auch schon wieder. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.